Sechster Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Die Grizzlies Wolfsburg gegen die Augsburger Panther. Beide mit einer Niederlage am vergangenen Freitag. Heute gilt es, das Wochenende zu retten. Besonders im Mittelpunkt dieser Mann hier, Sebastian Furchner, hat am Freitag sein 1000. Spiel in der DEL gefeiert. Heute das erste Heimspiel, dementsprechend die Ehrung. Und damit hinein in diese Partie. Erste Situation, Augsburg bislang ohne Sieg nach 60 Minuten. Und dementsprechend motiviert. Schon nach kurzer Zeit das erste Tor für die Gäste. Daniel Schmelz fälscht da unhaltbar vor Chad Pickard ab. Der Schuss kam oben von der blauen Linie, Scott Valentine. Daniel Schmelz punktet damit auch in diesem Spiel, nachdem er am Freitag schon zwei Tore geschossen hat. So, danach Wolfsburg. Die schnelle Antwort. Es sieht so aus, als wäre es tatsächlich Furchner gewesen, der dieses Tor schießt. Aber wir schauen da nochmal genauer hin und haben das überprüft. Hat uns auch nachher im Interview bestätigt. Gerrit Festerling war da noch mit dran. Und lässt Olli Hoa da ganz, ganz alt aussehen. Die Antwort der Panther. Fast das nächste Tor. Lattenkracher. Von Stieler. Guter Schuss. Und Stieler ist es auch, der jetzt als nächstes am allerschnellsten reagiert. Unordnung in der Wolfsburger Defensive und das nächste Tor für Augsburg. 2:1 für die Gäste. David Stieler nutzt da diese Unordnung. Armin Wurm, ihm versprengt da der Puck. Und David Stieler schaltet am schnellsten, zimmert die Scheibe in die Maschen. Pat Cortina dementsprechend bedient von diesem Spielstand. Rein ins zweite Drittel. Die Augsburger stehen gut, erarbeiten sich viele Chancen und kommen mit ihrer jüngsten Reihe gut aus der Kabine. Sternheimer ist es da, der da vor Chad Pickard auftaucht, aber die Scheibe nicht unterbringen kann. Und danach Wahnsinnscheck. Luft anhalten war angesagt. Ganz fieses Ding vom Ex-Augsburger Lykens gegen Adam Payal, den Topscorer der Panther. Von hinten die Folge natürlich glasklar. 5 plus Spieldauer. Danach die Augsburger in Überzahl. Und da klingelt Simon Zizemski. Hat es vorher schon mehrfach von der blauen Linie probiert. Und beim dritten Anlauf passt der Puck dann rein. Flach ins Eck. Gar nicht unbedingt 100% feste, aber eben platziert. Und das reicht, um die Panther hier noch höher in Führung zu schießen. Im Anschluss der Wake-up-Call für die Wolfsburger. Diese 5-Minuten-Strafe dann weiter überstanden. Und Ryan Button, der absolute Wille. Der absolute Wille, diesen Puck im Tor unterzubringen. Nimmt er das Tor ins Visier und trägt die Scheibe da quasi rein mit der Rohr. Bisschen Glück war mit dabei. Der Schläger des Gegenspielers bringt die Scheibe im Tor unter. So, wir freuen uns auf das letzte Drittel. Wolfsburg will die Kiste hier noch drehen. Festerling, da allein vor Olli Rohr, kann die Scheibe nicht im Tor unterbringen. Riesenmöglichkeit. Olli Rohr hält hier den ersten Schuss gut und danach wird abgeräumt. Danach Gerrit Fauser nagelt das Ding an die Latte. Wir sehen es nochmal. Ende. Augsburg gewinnt 3:2. Ich denke, da war mehr drin. Wir haben Chancen gehabt. Müssen unser Powerplay besser nutzen. Unterzahl, denke ich, haben wir sehr gut gespielt. Alles in allem haben wir ein bisschen zu viele Turnover in der neutralen Zone gehabt. Müssen schauen, dass wir da ein bisschen kompakter sind. Aber wir müssen halt unsere Special Teams besser nutzen. Ja, also es ist immer wichtig, dass wir hinten gut stehen. Das ist, aber wir haben auch weniger dumme Strafen heute gemacht wie die letzten Spiele. Ich glaube, wir haben die letzten Spiele viel zu viel Unterzahl gespielt und da auch zu viele Tore gekriegt. Und das haben wir heute besser gemacht. Also, Augsburg gewinnt zum ersten Mal nach 60 Minuten in dieser noch jungen DEL-Saison. Die ersten 3 Punkte für die Augsburger hier in Wolfsburg. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga und vieles mehr live bei Magenta Sport.